Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Transport 402. Und wir sind hier in einer Stadt, die wir uns bisher noch überhaupt nicht beachtet haben, nämlich Beckville. Ich habe mir für heute was Neues überlegt. Und zwar deswegen, weil wir in der letzten Folge gesehen haben, wir brauchen einfach Geld. Und zwar Geld en masse. Wir brauchen richtig Kohle, um Züge zu ersetzen, neue Züge zu bauen und so weiter. Das geht alles nicht ohne Geld. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, an Geld zu kommen, ohne viel Geld auszugeben für Züge. Und ich denke, wir können das hier machen. Ich habe das schon mal erzählt, liebe Leute, dass wir hier eventuell, na nicht eventuell, wir werden das tun, dass wir hier eine neue Öl- und Treibstofflinie aufbauen, und zwar mit einem Schiff. Schiffe sind zwar wahnsinnig langweilig, aber sie kriegen ja auch ganz gut Geld raus und ich denke, das würde funktionieren mittelfristig. Gerade die ganze Zeit kommt hier Geld rein, das ist schön. Also, mein Plan sieht vor, wir werden hier ohne Züge, das Ganze komplett ohne Züge machen. Wir werden das Öl von hier, das Rohöl, mit LKWs darüber bringen. Hier machen wir einen Hafen hin. Und dann schippert das Schiff hier rüber durch den Canyon. Bis hierhin, Hafen, Treibstoffraffinerie, genau. Da wirft er dann das Öl raus. Dann machen wir hier noch einen Hafen hin, nach Beckville oder hier, was weiß ich. Muss mal schauen, dann fährt das Schiff gleich weiter und wirft es hier raus. Und dann, das merken wir uns jetzt mal eben, werden wir provisorisch, denke ich, weil ohne Zug, das Ding hier richtig in Betrieb nehmen und LKWs draufstecken und mit den LKWs dann eben, weiß nicht, vielleicht bauen wir da eine neue Straße darüber. Müssen wir mal schauen. Mit den LKWs hier weiteres Öl dahin transportieren. Das Schiff hat hier also Treibstoff abgeworfen, nimmt neues Öl auf, raffiniert es, bringt es wieder hier hin, nimmt dann optimalerweise nochmal Treibstoff auf, fährt hierhin, oder hierhin irgendwie, Hafen, wirft Öl ab, Treibstoff, und dann war hier eine Straße, denke ich. Mit Tunnel! Und dann fährt das Schiff wieder zurück. Und die einzige Strecke, die es eben leer fährt, wäre dann von hier bis da oben. Genau, und dann irgendwann in der Zukunft, in der Ferne, kann man auch noch diese Ölquelle erschließen. Und meine Güte, das wird ein Bauwerk. Mit einer krassen Doppelbrücke von hier dahin und dann weiter dahin und dann darüber irgendwie bringen oder so. Per Zug oder mit Auto, müssen wir mal sehen. Aber das wäre so der Plan und es wird natürlich länger dauern, bis wir da wirklich was rausbekommen, geldmäßig, weil die Schiffe langsam sind. Ich denke, wir würden da gleich 2 oder 3 oder 4 Schiffe kaufen, je nachdem, was die kosten. Und dann könnt ihr da losfahren und immer wieder bringt ihr dann ganz gutes Geld rein, weil Schiffe funktionieren ja meistens sehr gut mit Fracht. Und ich denke, das machen wir heute einfach mal, liebe Leute. Und dann haben wir nämlich noch eine weitere Linie hier, die für uns Geld verdient, während ich das die ganze Zeit wieder ausgebe für irgendwelche Züge und Waggons. Ich denke, das ist okay. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich hoffe doch mal nur Gutes. So, dann haben wir jetzt mittlerweile auch diese geteerten Straßen. Ist ja der Wahnsinn. Jo, dann wollen wir dann langfahren. Geradeaus einfach nur. Wäre logisch für die USA. Ich war dort mal und da ist es schon teilweise so, dass die Straßen einfach komplett geradeaus durch die Wüste gehen. Finde ich nicht unbedingt schön. Oh! Brot! Die wollen Croissants haben. Finde ich nicht unbedingt so schön, aber es würde halt realistisch aussehen hier. Vielleicht machen wir das. Nein. Hör mal auf jetzt. So. Wir müssen ja nur den richtigen Kurs bekommen. So. Das ist der richtige Kurs. Das ist ja eigentlich eine gerade, mehr oder weniger ebene Fläche hier. 12 Meter, 13 Meter, 16, 18, 12. Ja, wir haben da nicht allzu große Höhenunterschiede. Ich denke, wir können das machen mit dem absolut geradeaus fahren. Und wir peilen auf hier, würde ich sagen. Auf hier, da können wir da noch eine Kurve machen. Kriegen wir das hin? Ich wünschte, hier gäbe es eine Anzeige, die mir zeigt, wohin das Ding gerade genau zeigt. Oh, das wäre so... Gibt's sowas? Kennt jemand eine Mod, die hier anzeigt, wohin die Straße jetzt oder das Gleis gerade führt? Das wird es mir so viel leichter machen, weil so oft sitze ich da und überlege, habe ich jetzt hier ungefähr die richtige Richtung? Ich kann sowas nicht. Falls jemand sowas kennt, ich wäre sehr dankbar dafür. Könnte passen. Wir machen das jetzt mal so. Und jetzt geht's gerade weiter. Mittendurch. Oh Gott, diese Amerikaner. Diese Amerikaner. Ich bin eigentlich jemand, der sich gerne an die Topografie ranschmiegt mit meinen Straßen und Schienen und so weiter. Und da, das ist schon krass, das hier so zu sehen. Aber es passt. Liebe Leute, das sieht amerikanisch aus. Nur gerade. Ja, das passt. Schreibt mir gerne eure Kommentare auch dazu noch rein. So, das ist ja wieder teuer hier. Ich meine, wir werden das auch kleinteiliger bauen können. Wir müssen es nicht so lang machen. Oh,
darf es ruhig ein bisschen hoch und runter gehen. Das wird wahrscheinlich sogar besser aussehen, wenn es hoch und runter geht. So. Ja. Ich glaube, das ist cool. Hier reißt er teilweise nochmal ab, weil hier will ich gerne hoch und runter. Das soll ruhig, so wie hier, das soll ruhig so ein bisschen wellig über die Landschaft gehen. Wäre das nicht schön? Ja, ja. Dazu reißen wir das nochmal ab. Hier vorne. Ja, das wird richtig gut. So. Schön gerade. Jetzt geht's bergauf. Und runter. Okay. Ja. Yeah. Das ist schön. Jetzt müsste es bloß hier auf der Straße ein bisschen flimmern, wegen der Hitze. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Gefällt mir gut. Okay, wunderbar. Dann... Wobei, hier hört das jetzt einfach so auf. Das ist irgendwie, ich finde das immer so ein bisschen schade irgendwie. Eigentlich soll das in ein Straßennetz mit einbinden, aber hier ist halt einfach weit und breit nix. Wir sind ja komplett lost im Nirgendwo. Na gut. Okay, es ist wie es ist. Da. Und das machen wir auch noch. Und dann stellen wir ans Ende so eine Plattform. Das ist leider sehr teuer, aber was soll man machen? Vielleicht machen wir es lieber so. Ja, ich habe da noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden für die Anbindung von solchen LKW-Terminals an die Industrien, was wir mit der Straße dann machen. Oder, ich reiße es eben ab. Oh, das war teuer anscheinend. Oder wir versuchen es mal ein bisschen anders und machen da einen eleganten Bogen irgendwie hin. Weiß ich nicht, ist es besser? Ach, Mensch, ich weiß auch nicht. Oh, sieht doof aus. Ja gut, von mir aus. Vielleicht sieht es ein bisschen besser aus, als wenn hier einfach so eine Straße gerade vorbeigeht. Ja, ein Bogen ist aber gut. Okay, wunderbar, das haben wir gemacht. Dann könnten wir eigentlich gerade schon mal die LKWs losschicken. Oh, hier auch noch. Hier müssen wir das auch noch machen. Und auch einen Bogen machen. Ich bin jetzt gerade im Bogenwahnsinn. So. Meine Güte, das ist teuer. Egal. So, oh Mensch, also mir gefällt die Straße wirklich gut. Okay, also dann bauen wir da auch mal zwei so Straßenfahrzeugdepots hin, auf jede Seite eins, damit die auf beiden Seiten losfahren können. So, Nummer eins. Dann hier noch eins daneben vielleicht. So, 20.000. Da machen wir jetzt hier so eine kleine Verbindung ran. Direkt hier vorne dran, dann passt es besser. Ja, ja, das ist gut so. Also dann würde ich sagen, mal loslegen hier. Wo wir sind bei 9 Millionen, das ist ja der Wahnsinn. Okay, also Cargo, da nehmen wir... Warte mal, da kommt was an. Die müssen ja nur Rohöl transportieren, richtig. Die transportieren nur Rohöl mit einem solchen Kesselwagen hier. Du meine Güte, das ist aber teuer. Du meine Güte, das ist aber teuer. Okay, das soll erstmal reichen. Wir werden das Pferd noch anpassen. Eieiei. So. Okay, gut. Wir gucken mal kurz, was das jetzt für eine Rate ist und für Takt. Rate 85. Takt 68 Sekunden. Wir schicken noch welche los von dieser Seite aus. So. Meine Güte, kostet das ein Geld. Okay, gut. Jetzt müsste das eigentlich ganz gut aussehen. Rate 171, das ist schon mal ordentlich. Und jetzt brauchen wir eben diese ganze Schiffsgeschichte. Wir müssen aber erstmal genügend Schiffe haben, die ganze Rate dann wegtransportieren kann. Also gucken wir, ob da hoffentlich der Hafen noch ran snappt, der da noch passt. Oh Gott. Das ist doch weiter weg, als ich dachte. Wir machen gleich einen großen, was soll das? Ja, ist doch ein bisschen weiter weg. Wenn es nicht passt, dann machen wir da ein Förderband hin. Oh, es ist teuer. Und ich dachte, wir machen ja eine schnelle, günstige, kleine Lösung, aber nein. Also, dann schauen wir mal, ob das da rangehen würde. So, ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Nein! Es passt nicht mehr. Gut, es ist wirklich weit weg. Da kann man, glaube ich, nichts machen. Es geht nur bis hier. Da kann man nicht irgendwie tricksen oder sowas. Gut, dann brauchen wir wieder Förderbänder. Oh, hoffe ich, geht das überhaupt? Wir haben ja bisher noch keine Förderbänder für Paletten. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Alles voll gebaut. Meine Güte, diese Stadt wächst aber auch. Ja, Förderbänder, gucken wir mal.
Ja, ich habe nachgeguckt, also wir haben immer noch leider nur Fördermittel für Schüttgut. Wann können wir endlich Europaletten erfinden, so ein Mist? Und das geht also nicht, also müssen wir da nochmal LKWs draufstellen. Ja, dann müssen wir das machen, das geht ja nicht anders. Bauen wir eine zweite Plattform drauf. Mal auf diese Seite. Ich werfe das Geld zum Fenster raus, unglaublich. Gut, na dann. Hier, das geht nur in eine Richtung. Da können wir also so ein Abwurfdings da machen hier. Sowas hier. Das reicht ja. Sieht allerdings langweilig aus. Nee, komm, wir machen gleich eine richtige Plattform. Wer weiß, vielleicht bringen wir hier doch mal irgendwann Treibstoff daher oder so. Wer weiß. Wer weiß, was die Zukunft bringt. So, jetzt machen wir das mal so. Okay, da haben wir unser Dings, unseren Hafen. Oh, was ist das denn hier? Fürchterlich, das sieht ja schrecklich aus. Also, geht doch. Wir bauen erstmal die Häfen fertig und schicken die Schiffe los, bevor wir hier Fahrzeuge draufsetzen. Weil bringt ja jetzt noch nichts. Also, hier haben wir unseren Hafen. Da brauchen wir noch. Wir brauchen noch drei weitere Häfen. Ich werde zum Elch, ey. Gut, also hier noch ein weiterer Hafen. Der müsste dann aber eigentlich ransnappen. Also, der müsste eigentlich. Das müsste passen hier. Entfernungstechnisch. So, was hat das. Schon wieder so viel Geld weg. Okay, hier müssen wir noch eine Verbindung schaffen. Ich habe das immer hier so direkt dran gebaut hier. So. Da sind die Pfosten, das geht ja gar nicht. Wir müssen eigentlich hier so außen ranfahren. So. Theoretisch fahren dann die LKWs da drauf und laden es ab. Ja, das schaffen die, da springen die rüber. Okay, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber. Es passt nicht. Ich werd verrückt, ey. Hier wird's ranpassen. Warum zum Teufel passt das hier nicht ran? Gut, dann müsst ihr es halt immer anders machen. Schon wieder Geld verschwendet. Was soll's? Ja. Hauptsache, es passt. Es reicht von hier bis dahin. Es wird ja wohl zu machen sein. Sieht blöd aus. Das gebe ich zu. Wir machen es einfach so. Gut, also sieht merkwürdig aus und jetzt kommen die rein theoretisch hier überall zum Eingang hin. Genau, und hier. Das passt jetzt. Passt. Gut, so ein Aufwand hier, echt. Das ganze Geld wieder weg. Gut, das reicht erstmal. Das Schiff können wir also herschicken und das wird ja dann Öl herbringen und wird hier abladen und das passt also schon mal. Also bauen wir jetzt noch eine Werft. Vielleicht sogar besser zwei. Damit wir hier ein Schiff von oben und eins von unten schicken können. Gut, ja, das machen wir. Zwei Schiffe sind schon das Mindeste eigentlich. So, dann zeigen wir her, was der Spaß kosten mag hier. Was haben wir denn hier? Einen Vandalen. Der kostet gleich schon mal 1 Million. Ah, das geht. Fährt immerhin 26 km/h. Er ist schon relativ modern. Das machen wir. Ist gleich zwei davon. Wie heißt der? Das erste Schiff heißt bei mir immer Titanic. Titanic, erste neue Linie. Zack. Zack. So, ich habe ja auch einen schönen Namen gefunden. River Petrol Company. Ich denke, das passt. Braucht man noch eine bessere Farbe. Was für eine Farbe für Öl? Ja, wir machen das Petrol hier. Das ist Petrol. Gut, also das passt auch. Wunderbar. Jetzt fährt das Schiff halt los. Ich fährt sogar gleich so richtigen Links dahin. Ach, du bist vielleicht ein Heini. Hier mal den gleichen hin. Da ist halt auch nix. So. Skarabäus nimmt jetzt Werkzeuge an. Ah, okay, na gut, schön. Gut, also die beiden sind jetzt unterwegs. Wir müssen jetzt gucken, dass die auch beladen werden, weil die fahren jetzt erstmal noch komplett nackt. Ist natürlich nicht so gut. Kommen Sie mal her. So, neue Linie. Zack, zack. Gut, das haben wir. Öltransfer.
Und jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt hier ungefähr hinkommen. Was kommt hier raus? Aktuell kommt da 50 raus. Es steigt aber an, weil wir jetzt den Bedarf erhöht haben, sozusagen. Wir müssen halt gucken, dass wir schnellstmöglich da hinten das an die Ortschaften anschließen. Ja, das werden wir nach und nach alles anpassen. Wir haben jetzt hier eine Rate von 259 und hier haben wir eine Rate von 83. Ja, da brauchen noch mehr. Weil es ist ja ungefähr die Hälfte. Die hier müssen doppelt so viel transportieren, damit hier der Betrag rauskommt, der hier transportiert wird. Also die brauchen eine doppelt so hohe Rate eigentlich. Aber es passt natürlich immer noch nicht ganz. Ja, hätte ich vielleicht doch noch ein paar mehr kaufen sollen, oder? So, klonen wir die mal. 139, ja, jetzt passt das ungefähr. Gut, also das wird werden. Und jetzt, liebe Leute, geben wir noch mehr Geld aus. Einen weiteren Hafen. Meine Güte, war hier mal eine Straße? Das sieht verdächtig hier nach der Straße aus. Hier rüber. Interessant. Was ist das denn hier? Also, so fährt doch kein Mensch. Oh nein. Jetzt habe ich hier keine Feldwege mehr. Ich bin ein Trottel, ey. Klasse gemacht, Lucida. So, jetzt hat Beckfeld die modernste Straße hier, die es auf der Karte gibt. Unfassbar. Also, wo ist es denn? Wir brauchen hier Industrie. Wo ist die Industrie? Gucken wir mal kurz rein. Hier ist gleich Industrie. Da müssen wir den Hafen, glaube ich, würde ich sagen, direkt hier ran machen. Da müssen wir nicht mal eine Verteilungslinie in der Stadt machen. Das ist begeistert. Ja, das passt doch super. Reißen wir einen davon ab, von den Industrien. Schon wieder so teuer. So. Da ballern wir schnell eine Straße dran. Ja, wir müssen eigentlich hier die Seiten. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. So, wunderbar. Oh, jetzt wird alles abgedeckt. Sehr schön. Hervorragend. Okay. Dann lassen wir das gleich diese Titanic-Linie hier machen, würde ich sagen. Kommen Sie mal her. Die River Petrol Company hat ja alles abgedeckt. Die hat es im Griff. Zack. Zack. Oh shit, da brauchen wir eigentlich ein weiteres Terminal. Ja, jetzt ist es halt schon so vorgedacht, dass wir hier sofort das Öl von hier drüben auch noch rüberballern. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Oh, das ist ein weiter Weg. So, da schnell eine kleine Abkürzung bauen hier. So, zack, 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 irgendwie darüber. Dass sie es nicht ganz so weit haben. Da fehlt uns jetzt aber einiges. Sehe ich hier. Ah, da fehlt uns einiges. Da fehlt uns einiges an LKWs, die von hier darüber bringen. Es fehlt uns einiges an LKWs, die hier dann rüberfahren. Das wird wieder sehr teuer. Aber es wird sich am Ende lohnen, da bin ich sicher. Das würde sich lohnen. Ja, komm, was soll's. Was ist das hier? Kutsche. Macht sogar Gewinn ein bisschen. Gut, wir tauschen das mal aus gegen sowas hier. Das hat sich gleich die Rate verfünffacht wahrscheinlich. 25, nicht schlecht. So, wie schnell können die Kollegen denn fahren hier? Sag mal, 40 km/h. Braucht das schon eine neue Straße hier? Ja, komm, wenn da Autos fahren, machen wir eine neue Straße drauf. Okay. Gut, das ist schon mal was. Sollen wir das hier so machen? Straße rüberbauen. Liebe Leute, das machen wir nächstes Mal. Ihr könnt mir gerne eure Meinung mitteilen, wie ihr das hier machen würdet. Also, die Sache ist, dass wir das Öl von hier nach Beckville bringen wollen, damit das Schiff das eben darüber bringt und dann gleich abliefert. Und von dort aus geht es dann noch weiter nach New Dilco hier rüber. Irgendwie. Genau, und jetzt ist die Frage direkt durch. Außenrum. Nein, ich werde keinen Zug bauen. Wir haben kein Geld für Züge. Wir müssen Geld sparen. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich denke, das ist eine gute Idee, was wir hier gemacht haben. Ich sag mal, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.